Guten Abend. Ich darf alle herzlich begrüßen zu meinem 9. Vortrag, 9. Symphonie, dies Jahr, die Lehrer Gottes, Weg der Erlösung. Was bedeutet das aus der Sicht von Ein Kurs in Wundern? Es ist ein umfangreiches Thema. Mir ist das Handbuch für Lehrer sehr wichtig in dem Zusammenhang hinten drin. Ist ja alles in dem einen großen Wälzer drin. Textbuch, Übungsbuch, Handbuch für Lehrer, Begriffsbestimmungen. Und im Handbuch für Lehrer gibt es ein Kapitel, was sind die typischen Eigenschaften der Lehrer Gottes. Zuvor aber vielleicht ein paar einführende Worte zu diesem Begriff Lehrer Gottes. Was heißt das? Also die Lehrer sind auch Lernende. Lernen und Lehren gehört im Kurs ganz eng zusammen. Ja, wir sind noch nicht so fertig in dem Sinne, ne? Vollendet. Wir sind es zwar im Geist, aber wir haben es noch nicht gemerkt. So könnte man es auch sagen. Ja, wir sind auf einem Weg, auf dem Weg des Erwachens. So mal mit anderen Worten gesagt. Auf dem Weg des Erwachens aus dem Traum, den wir hier träumen. Es ist ein Traum von Schmerz, von Angst, von Schuld, von Mangel, ja, in dieser Welt. Und da gibt es einen Lehrplan. Und dieser Lehrplan ist uns mitgeteilt. Er kann von uns erfahren werden über den Kurs als Lernmittel, das wir nutzen können, um in Verbindung zu kommen mit dem großen Lehrer. Ein Kurs im Wundern hat nur ein Ziel, dass der Einzelne in Verbindung kommt, in dieser doch sehr christlichen Sprache ausgedrückt, mit der Führung durch den Heiligen Geist. Wir könnten es personal auch ausdrücken mit der Führung durch Jesus. Wir lieben Formen, wir lieben Geschichten, wir lieben Gestalten. Deswegen gibt es Jesus. Ja? Er ist ein Symbol des rein Geistigen, das uns abholen will in einer Welt des Traums, einer Welt von Formen. Wir denken in Formen, sprich Körpern. Deswegen ist Jesus für uns schon sehr wichtig. Oder auch der Engel. Auch den Engel denken wir uns als eine Gestalt, nicht als ein rein energetisches Phänomen. Ja, wir lieben Gestalten, wir haben ein Bild davon. Und das ist auch in Ordnung, das darf auch so sein. Deswegen, die geistige Welt muss uns dort abholen, wo wir zu sein glauben. Und das ist in einer Welt der Körper, in einer Welt der Gespaltenheit, der Dualität, der Vielfalt. Das geistige Selbst ist Einheit. Der reine Geist ist unbeschreibbar. Wir haben keine Referenzpunkte zum rein Geistigen in unserem jetzigen Zustand. Haben wir nicht. Einheit, das kann sich niemand vorstellen. Ja? Und Dualität ist nicht das Gegenteil von Einheit, weil die Einheit kein Gegenteil kennt. Ja, das wäre ein falsches Denken. Es gibt nur Einheit, es gibt nur Licht, es gibt nichts anderes. Aber wir erleben halt etwas anderes. Und darauf nimmt das rein Geistige Rücksicht. Die Liebe Gottes sozusagen, ja, die uns begegnet in Gestalten. Der Entwicklungsprozess muss als solcher auch ganz nüchtern und so mit menschlichen Kategorien gesehen werden. Wir sind wie Kinder, wie Kleinkinder. Ja, wir sind auf einer ganz noch, sagen wir mal, frühen Stufe. So, und das Kind wird dann zum Erwachsenen. Und der Erwachsene wird auf einer höheren Stufe zum reinen Geist wieder, zu einem geistigen Wesen und geht dann in den Geist, in die Totalität des Geistes ein. Das ist mal so ganz grob skizziert unser Weg. Für mich gibt es da Stufen des Erwachens, die ich für mich mal formuliert habe, und zwar vom Nichtwissen. Das Nichtwissen ist für uns zunächst einmal der Bezugspunkt, also etwas Negatives. Ja, und die erste Ebene ist, ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Das ist die erste Ebene. Der normale Mensch weiß gar nicht, dass er nicht weiß, dass er noch nichts verstanden hat, dass er vom Geistigen nichts weiß, von der Wirklichkeit nichts weiß. Er hält den Traum für real. Das ist geistige Umnachtung. Das ist eine Krankheit. Er ist ja auch krank. Die Welt bringt ja auch Krankheit hervor. Viel Schmerz, viel Elend. Nicht die Menschheit. Also ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Der normale Wahnsinn. Stufe 1. Stufe 2. Ich weiß, dass ich nicht weiß.
Hoi, da hat sich schon was verändert. Merken Sie das? Da kommen wir auf eine andere Ebene. Ja, das ist die Orientierungslosigkeit, so nenne ich das mal. Das ist der Beginn der Suche. Ah, ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Es könnte etwas geben, was ich nicht weiß. Ja, mir fehlt vielleicht etwas, eine wichtige Information zum Beispiel. Dritte Stufe, ich weiß, dass ich nicht wissen will. Der Kurs ist sehr differenziert. Ich beziehe mich natürlich hier auf Kursinhalte, ja, mit dieser Formulierung dieser Sätze. Ich weiß, dass ich nicht wissen will. Das ist der Widerstand des Egos. Eigentlich wollen wir nicht wissen. Wir halten an unserem Traum, an unserem Unsinn hier fest, an diesem gottlosen Unfug, den wir hier Welt nennen. Ja? Wir wollen nicht wissen, worum es eigentlich geht. So, viertens, ich weiß, dass ich mich für das Wissen entscheiden kann und beginne es zu tun. Ich habe das mal ganz vorsichtig formuliert, weil es war mir einfach wichtig, genau diese Feinabstimmung zu kriegen. Es sind 7 Stufen. Ja, wir sind jetzt gerade bei 4. Ich weiß, dass ich mich für das Wissen, es gibt ein Wissen, eine Erkenntnis, ja, des Geistigen, eine Erfahrung des Geistigen, entscheiden kann und beginne es zu tun, in Klammern, Erkennen des Willens. Das ist eine ganz wichtige Phase. Ja, Beginn der Erfahrung der eigenen Macht. Wille, freier Wille, unser Wille, etwas ja, zu entscheiden. Wir könnten Wissen wählen. Aber meistens wählen wir, naja, alles Mögliche. Ja? Wollen wir gar nicht drüber reden. Ne? Genau. Fünftens, ich weiß, dass ich das Wissen in mir habe. Erfahrung des Geistes, da wird spannend ab Stufe 5. Ja? Ich merke plötzlich, ich kriege einen Zugang zu dieser inneren, wir nennen das jetzt mal innen, ja, es ist nicht innen und nicht außen, es ist, der Geist ist, ja, der Geist ist immer, ewig, ja, er ist da, wir sind das eigentlich, aber wir wissen es noch nicht. So, jetzt erahne ich da etwas, nicht? Ich weiß, dass ich das Wissen in mir habe, Erfahrung des Geistes. 6. Stufe, ich weiß und erkenne, dass ich Geist bin. Jetzt wird's ganz spannend, jetzt wird's schon heiß, ja. Wenn ich zu dieser Erfahrung finde, das ist gigantisch, da öffnen sich Türen. Das ist ein völlig neuer Erfahrungsbereich, in den ich da komme. Wir reden hier von Geistesschulung. Die Geistesschulung nach einem Kurs in Wundern. Ich weiß und erkenne, dass ich Geist bin. In Klammern habe ich gesetzt, die Unvermeidbarkeit des Geistes. Ich kann das gar nicht vermeiden. Ich bin das. Das ist gigantisch. Da gibt's gar nichts mehr zu diskutieren, ja. Wenn ich das mal erkannt habe, wie machtvoll ich bin, dass ich Geist bin, dass ich Welten bewege, dass ich, ja, im Geiste alles tue, das ist gigantisch. Das ist enorm. 7. Stufe. Ich erkenne, dass es nur einen Weg, ein Sein, einen Geist gibt. In Klammern das Eingehen in den Geist, wie Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Naja, am Ende werden wir das hoffentlich alle sagen, mit ziemlicher Sicherheit. Am Ende merken es alle. Wir zögern das nur noch ein bisschen raus, ne? Wir spielen noch ein bisschen. Das ist ja das Spiel der Welt im Traum. Wir träumen ja doch lieber, als dass wir erwachen. Wir lieben Träume, wir lieben Geschichten, wir lieben Drama, wir lieben Adrenalin, wir halten uns dann für lebendig. Stille, suspekt. Ach, da ist ja nichts mehr los. Ja, seltsamst, seltsamst. Aber die wirklich Erwachten, und das können Sie vor allem auch bei den indischen Meistern finden, aber auch bei den christlichen Mystikern, sagen ganz klar, in der Stille kommt alles zu dir. Du musst nur still werden, streng genommen. Richtig, da ist was dran. Ja, da ist eindeutig was dran. Also das sind 7 spannende Stufen. Und wir pendeln auch so ein bisschen hin und her. Ne? Dann sind wir wieder im Widerstand. Nicht? Vergessen wir wieder, dass da ein Teil in uns ist, der das Ganze boykottiert, unseren Weg, uns sabotiert. Ja? Und hier habe ich es mal aufgezeichnet. Wir haben ja dieses Bild von, haben 2 Aspekte in uns. Das falsche Selbst, das Ego, den Schmerz, die Idee der Trennung, Sünde, Schuld, Angst, Tod, Teufel, ja, diese ganze Doktrin sozusagen. Und wir haben den anderen Teil in uns, unser wahres Sein, unser Selbst, Geist aus Gottes Geist, Licht aus Gottes Licht, alles Metaphern jetzt, ja, der Sohn, der aus dem Vater kommt.
und in ihm weiterhin ist. Es ist nichts passiert, es ist nichts Schlimmes passiert, überhaupt nicht. Wir träumen nur von der Verbannung, dass wir nicht mehr dort sind, wo wir eigentlich hinwollen scheinbar, jetzt wieder, ja, als wären wir nicht dort. Doch wir sind dort, aber wir haben es noch nicht gemerkt. Das ist unser Problem, deswegen nennt man das Traum, Schlafzustand, ja, Blindheit, geistige Blindheit. So, und jetzt geht es um die dritte Instanz hier in dem Bild, das ist mir wichtig aufzuzeigen, für das Lernen. Der Beobachter, der Entscheider, der Beobachter, das Gewahrsein. Meistens sind 95% unseres Gewahrseins beim Ego, bei der Person. Schaffe ich das noch? Kann ich das? Ja, die Angst zu versagen zum Beispiel ist alles Ego-Soße. Ne? Trauer, Schmerz, das ganze Drama. 95% unseres Gewahrseins, mal so ganz grob gesagt, sind meistens beim Ego. Und 5%, wenn wir mal Glück haben, ja, vielleicht bei einer Naturerfahrung, da sind wir dann plötzlich im Sein, im Selbst. Ja? Und vielleicht noch weniger als 5%. Es sollte eigentlich umgekehrt sein. 95% im Selbst und 5% beim Ego, dass wir diesen bissigen Hund, der neben uns herläuft, ja, und uns dann zum Zwacken animiert, ne, dass wir den so ein bisschen im Blickfeld haben. Wir wissen, da ist noch was, dieser wahnsinnige Anteil in uns, ne, so der Bluthund, nicht? Und wenn der mal Blut riecht, ne, leckt so, ne, dann geht's aber rund, ne, dann zieht euch warm an, genau. Und das kann ja mal jedem passieren, ne, ist uns auch schon passiert. Und dieser Ego-Anteil 5%, 3-5%, nagelt mich nicht fest auf Prozent, es ist ein Bild, ja. Aber dass wir den ein bisschen im Blickfeld behalten, er läuft so nebenher, aber er darf nicht die Hauptaufmerksamkeit kriegen. Das ist der Fehler, den die Kirche gemacht hat. Das Ego austreiben, dann sind wir mit 95% nur noch beim Ego. Ja, und das versuchte mal. Dann kriegt das eine Energie, das kriegt einen Zuwachs an Energie, ist gigantisch. Das feiert ja Freudenfeste. Also die Inquisition war die Hochzeit des Egos, die Hochzeit des Wahnsinns, ja, absolut. Da wurden Feste gefeiert, ne, aus Ego-Sicht, ja. Aber wir waren nicht im Frieden, wir waren nicht in der Vergebung, wir waren nicht in der Heilung. Was sind die typischen Eigenschaften der Lehrer Gottes? Da gehen wir jetzt mal rein. Seite 9, Handbuch für Lehrer. Vierte Frage. Das Handbuch für Lehrer hat ja nur einzelne Fragen als Kapitel und die sind spannend. Da darf man schon springen. Ja? Ihr dürft euch mal raussuchen, was bei den Übungen geht, mal eine Übung nach der anderen. Ne? Schön aufbauend, weil das ist aufbauend. Aber Textbuch, Handbuch für Lehrer darf man springen. Man muss nicht Seite für Seite mühsam durchkauen. Ihr dürft mal euch was raussuchen. Das ist in Ordnung. Die äußerlichen Merkmale der Lehrer Gottes sind keineswegs gleich. Sie sehen für des Körpers Augen nicht gleich aus. Sie kommen aus äußerst unterschiedlichen Milieus. Ihre Erfahrungen der Welt variieren stark und ihre oberflächlichen Persönlichkeiten, in Anführungsstrichen, sind ganz verschieden. Warum wird das hier erwähnt? Dass wir uns nicht täuschen lassen. Wir sollen nicht nach dem Schein urteilen, sondern nach dem Inhalt. Nicht nach Form, sondern nach Inhalt. Das ist wichtig. Urteilen sollen wir sowieso gar nicht, aber wir dürfen die Botschaften prüfen. Das, was von irgendwelchen Lehrern oder Autoritäten oder wem auch immer kommt, ja, dass wir es auf den Inhalt gehen und nicht auf die Form oder auf die äußere Erscheinung. Auch haben sie in den Anfangsstadien ihres Wirkens als Lehrer Gottes noch nicht die tiefergehenden Eigenschaften erworben, durch die sie als das eingesetzt werden, was sie sind. Gott gibt seinen Lehrern besondere Gaben, weil sie eine besondere Rolle in seinem Plan der Sühne haben. Die Lehrer Gottes in dem Sinne sind alle wir hier. Ja, nur das muss man jetzt mal klar sagen. Fragt ja jeder, ja, wer ist es denn nun? Bist du es? Bin ich es? Bin ich es vielleicht nicht? Du auch nicht? Ja, also gehöre ich zu dem Heiligen Club? Nein, keine Sorge. Wer geistig einen Weg geht und erwachen will im Kurssinne und diese Liebe sucht, ja, der ist in dem Sinne auch Lehrer Gottes. Ja. Aber er ist auch Lernender. Lehren und Lernen, Learning by Teaching heißt das so schön im Englischen. Ne? Das ist ein guter Spruch. Wir lernen, indem wir lehren. Und wir lehren, indem wir lernen. Ja, es ist beides, greift ineinander. Zwei Seiten einer Medaille. Gott gibt seinen Lehrern besondere Gaben, weil sie eine besondere Rolle in seinem Plan der Sühne haben. Sühne meint Korrektur des Irrtums. Aufhebung unserer Geisteskrankheit. Ganz klar. Ihre Besonderheit ist natürlich nur vorübergehend. Damit wird schon mal das Besondere der Besonderheit ein bisschen rausgenommen.
Das sind nur vorübergehende Phänomene, auch wenn Leute Fähigkeiten haben durch Handauflegen, ja, da Heilarbeit, es darf alles in den Dienst gestellt werden. Auch Hellsichtigkeit, ja, aber immer Frage, dient es der Liebe? Oder spielen wir hier wieder Ego-Spiele? Dienen diese Informationen, wie einer damit arbeitet, mit Fähigkeiten, ja, wirklich der Liebe? Immer eine große Versuchung, aus Fähigkeiten etwas Besonderes im Ego-Sinne zu machen. Hier ist besonders gemeint im Sinne der Liebe. Ja, besonders und besonders ist eben verschieden. Ja, es kann das Vorzeichen des wahren Selbstes haben, der Liebe, oder das Vorzeichen des Egos, dann führt es zum Wahnsinn. Dann sind wir in der Hybris, in der Egomanie. Nicht? Also manche feiern sich durch ihre besonderen Gaben, wie so kleine Stars, und stürzen natürlich damit in den Ego-Wahnsinn, haben dann eine Gefolgschaft, die sie auch verfolgt am Ende, zu Recht, sollen sie doch haben, ne? Dann sollen sie mal laufen, ne? Vorher laufen. Ja, klar, ne? Jeder kriegt das, was er verdient. Ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir das richtig verstehen. Wir können alles auch wieder missbrauchen. Ihre Besonderheit ist natürlich nur vorübergehend in der Zeit angesiedelt als ein Mittel, um aus der Zeit herauszuführen. Schön gesagt, genau. Der Kurs will in den Geist und im Geist gibt es weder Zeit noch Raum noch Körper noch Dualität noch ja Unterschiede, keine Interferenzmuster, da sind keine Unterschiede. Es ist ewig, es ist eins, es ist für uns nicht vorstellbar, keine Frage. So. Diese besonderen Gaben, geboren in der heiligen Beziehung, auf die die Lehr- und Lernsituation ausgerichtet ist, werden zu typischen Merkmalen für alle Lehrer Gottes, die in ihrem eigenen Lernen fortgeschritten sind. Dazu eine Anmerkung. Diese besonderen Gaben, geboren in der heiligen Beziehung, was ist hier gemeint? Es ist meine Beziehung zum Geist Gottes, der Sohn zum Vater. Ja, das ist eigentlich hier gemeint. Nicht zwischenmenschliche Beziehung in dem Sinne, sondern es ist meine Beziehung zur Quelle. Und da heraus empfange ich und schöpfe ich und gebe nur weiter, was ich bekommen habe. Ja, ich bin nur Durchlasskanal. Und dass der möglichst freien und frei wird, das ist Ziel auch des Lernprozesses, des Trainings hier, der Geistesschulung. Ja, also die Beziehung mit Gott. Und da heraus empfange ich unter Umständen auch gewisse Gaben. Sie dienen einem höheren Zwecke. Alle Unterschiede, kurz hier noch den Satz, zwischen den Söhnen Gottes, damit sind auch die Frauen gemeint, nur damit das klar ist, sind vorübergehend. Das sind ja Bilder, Metaphern. Trotzdem kann gesagt werden, dass in der Zeit die fortgeschrittenen Lehrer Gottes die folgenden Eigenschaften haben. So, und da steigen wir jetzt ein. Erstens, Vertrauen. Das Vertrauen, ganz wichtig. Da könnt ihr euch nur fragen, wie oft habe ich denn kein Vertrauen? Naja, darüber reden wir jetzt lieber nicht. Ne? Es wird, da bricht schon der Wahnsinn aus. Ne? Wie oft wir misstrauen dem Frieden Gottes, der Führung, ja, dem Leben, Lernsituationen, dass wir sagen, mein Gott, da gehe ich jetzt baden und das wird furchtbar und das wird ja grausig und es zwickt hier und wahrscheinlich habe ich gleich Krebs und was da so alles aufgebaut wird, was wir da alles für einen Unsinn, ja, gleich reinprojizieren, dramatisch. Viel Misstrauen auf unserer Seite, ja. Also wenn wir in schwierige Situationen kommen, nicht, dass wir meine Haltung annehmen, an dieser Situation soll in mir, in meinem Geist, die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Na, das wäre doch mal ein geniales Lernziel. Damit können wir doch arbeiten. Das wäre doch mal was Positives. Und nicht sagen, an dieser Situation werde ich untergehen. Es ist der Wahnsinn. Ja, das ist mein Untergang. Ich verdiene die Todesstrafe. Die Sünde greift wieder um sich und ich bin sowieso schon schuldig. Ich bin das ärmste Schwein der Nation. Das ist ja meistens das Lied, das wir singen. Das Ego-Lied. Am Ende kommt doch noch die dicke Keule, irgendeiner. Und wenn es das Finanzamt ist, irgendeiner kriegt mich doch. Gell? Ja, klar. Das befürchten wir ja alle insgeheim. Also Vertrauen ist eine große Qualität, wenn wir die entwickeln. Das ist das Fundament, auf dem ihre Fähigkeit beruht. Dieses Vertrauen, dass da etwas in uns ist, das Geniales, das Großes, der Geist selbst. Auf dem ihre Fähigkeit beruht, ihre Aufgabe zu erfüllen. Alle Aufgaben, die uns gestellt werden, ja, die wir uns auch projiziert haben in unserem Albtraum, was auch immer, schwierige Lebenssituationen, sind
nutzbar für das Erwachen, für den Heiligen Geist, überhaupt kein Problem. Und wenn wir morgen in einer, was weiß ich, Lager-KZ-Situation aufwachen würden, naja, dann machen wir da weiter. Wo ist das Problem? Natürlich machen wir weiter. Und wir werden auch da etwas draus machen. Familien stellen im Lager von, was weiß ich, ja, warum nicht? Wäre mal was Neues. Ne? Also mir würde sicherlich noch was einfallen dort. Wichtig ist, dass ich verbunden bin mit dem Geist in mir. Und dann fügt sich etwas, dann fließt etwas. Nicht, dass ich das mache, sondern es geschieht durch mich hindurch. Das ist das Schöne. Wir dürfen Vertrauen haben. Alles ist nutzbar. So. Ich muss jetzt ein bisschen springen hier, weil sonst schaffe ich den ganzen Stoff hier nicht. Arabisch 2. Wenn diese Macht einmal erfahren worden ist, die Macht des Vertrauens, ist es unmöglich, der eigenen unbedeutenden Stärke wieder zu vertrauen. Gut gesagt. Wir machen da ja noch Unterschiede. Ich als Person, mein falsches Selbst, der kleine Reinhard. Naja, der wird's nicht weit bringen. Das ist klar. An den glaube ich sicherlich nicht. Ich glaube an das Eigentliche, was ich in Wahrheit bin. Mein Fokus, mein Referenzpunkt liegt völlig woanders. Ja? Wer würde denn versuchen, mit den winzigen Flügeln, schönes Bild, eines Spatzen zu fliegen, wenn die große Macht eines Adlers ihm gegeben ist? Warum soll ich da wie ein Spatz im Staub rumflattern, ne, wie ein Blöder? Ja, völlig aufgescheucht und voller Angst und was weiß ich, wenn ich ruhig bleiben kann und plötzlich dann abhebe und wie auch immer das dann ist, ja, mich dem hingeben kann. Und wer würde sein Vertrauen in die schäbigen Angebote des Ego setzen, wenn die Gaben Gottes vor ihn gelegt werden? Was ist es, das sie veranlasst, den Wechsel zu vollziehen? Die Entwicklung des Vertrauens. So, da möchte ich jetzt mal einsteigen. Das sind mehrere Punkte. Die Entwicklung des Vertrauens, spannend. Da gibt es Phasen. Und diese Phasen möchte ich mal kurz beleuchten. So, ja, die durchlaufen werden. Die erste Phase ist die Phase des Aufhebens. Technisch gesagt des Löschens. Gewisse Dinge müssen gelöscht werden. Wir funktionieren nach einem wahnsinnigen Programm und es ist gut, dieses alte Programm langsam, piano, zu löschen. Schicht um Schicht um Schicht. Wenn das zu schnell geht, kriegen wir Angst. Dann springen wir gleich vom Boot, vom Zug und schmeißen das Buch hier in die Tonne, in die Mülltonne. Ganz sicher, ja? Bei vielen regt sich sofort Widerstand, wenn die gewisse Sätze in dem Buch lesen. Wir müssen da langsam rangehen. Wir verstehen noch nicht ganz, worum es geht. Ja, das ist unsere Ausgangssituation. Und diese Phase des Aufhebens, um die geht es jetzt zunächst. So, ist dann sehr schön vorsichtig formuliert hier der nächste Satz, Nummer 2. Das braucht nicht schmerzhaft zu sein, wird aber gewöhnlich so erfahren. Naja gut, das ist schon mal sehr deutlich. Ja. Also die warnen uns schon hier vor einer schmerzhaften Erfahrung. Ja. Denn dieses Aufheben hat immer diese Illusion für uns, ja, da wird mir was genommen, ne? Jetzt muss ich wieder opfern. Ne? So ein anständiger Katholik, der alles opfert und hergibt. Ne? Zähne knirschend natürlich. Ne? Und das ist überhaupt nicht gemeint. Der Opfergedanke ist dem Kurs völlig fremd. Es wird nichts geopfert, was Wert hat. Wir lassen nur Unsinn los. Und Unsinn loszulassen kann kein Opfern sein, richtig? Also ein Opfer wäre ja immer etwas, was Wert hat. So würde ich es mal definieren. Aber Unsinn zu opfern, das ist eigentlich sehr gesund. Ja, das wäre eine gute Idee. Es scheint, als würden Dinge weggenommen. Und anfangs wird selten verstanden, dass lediglich ihr Mangel an Wert begriffen wird. Das ist schön gesagt. Wir müssen zu einer neuen, wie das heute so schön neudeutsch heißt, Evaluierung kommen. Zu einer neuen Bewertung all unserer Werte, die wir hier so für wertvoll halten. Und das hat natürlich auch mit Dingen zu tun, mit Prozessen, mit Inhalten, mit ja, was auch immer wir für wertvoll halten. Und wenn es die Briefmarkensammlung ist im schlimmsten Falle oder was auch immer, ja, so. Nicht alles, wo wir unser Herz dran hängen, das muss hinterfragt werden. Nicht, dass man keine Briefmarken mehr sammeln darf. Darf man, auch im Kurs. Man darf alles Mögliche tun. Die Frage ist nur, wie wir das anschauen. Wie wir das verstehen. Ja, wie wir damit umgehen. Das ist die Frage.
Ja, aber der Mangel an Wert, der muss erstmal begriffen werden für viele Dinge, die wir für wertvoll halten. Das ist sicherlich so. Wie kann ein Mangel an Wert wahrgenommen werden, es sei denn, der Wahrnehmende ist in der Lage, in der er die Dinge in einem anderen Licht sehen muss? Er ist noch nicht an einem Punkt, an dem er den Wechsel gänzlich im Innern vollziehen kann. Und somit wird der Plan manchmal Veränderungen in dem hervorrufen, was äußere Umstände zu sein scheinen. Diese Veränderungen sind immer hilfreich. Also ich nehme ein Extrembeispiel. Der Clemens Kubi fliegt 8 oder 12 Meter vom Dach und ist querschnittgelähmt. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Das müsst ihr nicht nachmachen, okay? Haben wir uns verstanden? Ja? Aber ich nehme es nur mal als Beispiel, weil das ist eine Extremsituation. Ein Schicksalsschlag, ein Unfall, eine Krankheit. Ja, ich verliere Dinge, so was auch immer. Das sind solche Veränderungen. Das kann einen Quantensprung, wie wir so schön sagen, im Lernen hervorrufen, ja geradezu forcieren und begünstigen. Könnte aber auch bewirken, dass einer verbittert ist. Das ist vielleicht das Normale sogar. Für mich sind all diese schwierigen Situationen Lernchancen. So will ich das heute sehen. Manchen Leuten gratuliere ich gerade dazu, wenn ihnen der Partner wegrennt. Nicht, weil sie einen blöden Partner los sind, das nicht, sondern weil sie in einen Schmerz kommen, in eine Krisensituation, wo das Erwachen begünstigt wird, wo sie plötzlich erkennen können, worum es eigentlich geht. Wenn sie nämlich allein auf ihren 4 Buchstaben da zu Hause hocken, ja auf ihrem Sessel oder Stühlchen und dann mit sich selber endlich mal klarkommen müssen und nicht in Ablenkungsmanöver zurückfallen können, nämlich einen anderen anklagen können, sagen, du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Naja, der andere ist dann weg, da können Sie mit dem Schrank reden und dem die Schuld zuschieben, ja? Vielleicht hilft das ja. Aber es wäre eine Chance, zu sich zu finden, weil eine Ablenkung weniger da ist. Ja? Und somit wird der Plan manchmal Veränderungen in dem hervorrufen, was äußere Umstände zu sein scheinen. Diese Veränderung, guter Satz, bitte merken, sind immer hilfreich. Wenn der Lehrer Gottes so viel gelernt hat, geht er zum zweiten Stadium über. So. Also es gibt Situationsanpassung, Veränderung. Als nächstes muss der Lehrer Gottes eine Phase des Aussortierens, ja, das klingt für mich nach Sperrmüll, ne? Also des Aussortierens, ja, durch eine Phase des Aussortierens gehen. Das ist immer etwas schwierig, weil er, da er gelernt hat, dass die Veränderungen in seinem Leben stets hilfreich sind, nun alle Dinge aufgrund dessen entscheiden muss, und jetzt kommt's, ob sie das Hilfreiche mehren oder hindern. Fördert das meine geistige Entwicklung, was ich jetzt gerade mache, was ich da gerade will? Ja? Dient das dem? Ist das sinnvoll? Er wird feststellen, dass viele, wenn nicht die meisten Dinge, denen er vorher Wert beigemessen hatte, lediglich seine Fähigkeit behindern, das, was er gelernt hat, auf jeweils neue Situationen zu übertragen. Also wir müssen das weglassen, was uns blockiert, was uns hindert auf unserem inneren Weg. Es geht viel um Weglassen. Lernen im Kurs im Wunder heißt eigentlich Verlernen. Wir müssen den Unsinn des Egos, der Ego-Doktrin verlernen, sprich ihn loslassen. Ja? Und sagen, da mache ich nicht mehr mit, es reicht, es ist Unsinn. Verlernen. Weil er dem Wert beigemessen hat, was wirklich wertlos ist, wird er die Lektion aus Angst vor Verlust und Opfer nicht verallgemeinern. Es bedarf beträchtlichen Lernens, um zu verstehen, dass alle Dinge, Geschehnisse, Begegnungen und Umstände hilfreich sind. Nur in dem Maß, in dem sie hilfreich sind, sollte ihnen irgendein Grad von Wirklichkeit in dieser Welt der Illusion beigemessen werden. Das Wort Wert kann sich auf nichts anderes beziehen. Schön gesagt. Ja, Wert hat nur das, was der Liebe, dem Erwachen, der Heilung dient. Das können ganz verschiedene Dinge sein, auch seltsame Schicksalsprozesse und so weiter. Aber wir können aus allem was machen, wenn wir uns führen lassen. Alles ist nutzbar. Und wenn ich den größten Unsinn projiziert habe, auch aus dem könnte ich etwas lernen. Ja, das ist das Schöne.
Also dieses Aussortieren, nicht? Das ist immer eine Angst, etwas loszulassen, als würde mir dann was fehlen. Ja, was fehlt mir dann? Mein Götze, ein Ersatz für die Liebe vielleicht. Bilder, wir sind Bildermacher, wir lieben Geschichten. Wir lieben ja diese vielen inneren Bilder und Gefühle, die damit einhergehen. Wir halten daran fest. Na, vielleicht können wir mal so ein paar Filmchen loslassen, so ein paar Filmrollen. Ja, wir gehen ja ständig in diese Filme, in diese Bilder wieder rein. Und das nennen wir dann Leben. Es ist alles Leben aus der Konservendose. Es ist alles totes Zeug. Das hat mit Leben noch gar nichts zu tun. Leben ist nur im Geist per Definition Kurs in Wundern. Nur dort ist Leben. In der Welt ist in dem Sinne kein Leben. All das löst sich ja wieder auf. Das nützt mir alles gar nichts. Leben kann man auch nicht kaufen. Ja, ganz klare Botschaft. Leben kann man nicht kaufen. Liebe kann man nicht kaufen. Ja, das Geld wird uns nichts nützen. In dem Sinne. Was hat Wert? Eine wichtige Frage. Was ist von Wert? Meine Zeit läuft hier ab. Nicht nur heute Abend, sondern auch mein ganzes Leben. Ja, dieses Leben jetzt mal, diese Inkarnation, dieser Traum, wie auch immer. Vielleicht habe ich noch 40 Jahre im besten Falle. Okay, aber die sind auch sehr begrenzt. 40 Jahre, 4 Jahre, 4 Stunden, 4 Minuten. Was macht den Unterschied? Die Frage ist, was mache ich mit dieser Zeit? Wie setze ich die ein? Wenn ich mir anschaue, wofür die Leute ihre Energie hergeben. Mein Gott, das ist gigantisch. Was sie für Energie mobilisieren für die verrücktesten Ziele und Ideen. Gigantisch. Wie die Wahnsinnigen rasen die da rein, in diese Welten. Und wenn man das richtig nutzen würde, ja, für diese geistigen Heilungsprozesse, mein Gott, Frieden. Wie wäre es denn mal mit Frieden für den Anfang? Das wäre gigantisch, wir hätten Frieden. Und Frieden heißt, ich muss das ganz klar sagen, keine Angst. Keine Angst. Ein Leben ohne Angst. So muss ich es eigentlich formulieren, damit das klar ist, wovon wir hier reden. Frieden, nicht irgend so ein Gesäusele da im Öhrchen oder was, ja? Sondern wir reden von einem Leben ohne Angst. Das wäre ja enorm. Dann werden wir ein Segen sein für alle Menschen. Klasse. Da wollen wir ja hin. Die dritte Stufe, die der Lehrer Gottes durchlaufen muss, kann als eine Phase des Aufgebens bezeichnet werden. Wenn dies als Aufgeben von Wünschenswertem gedeutet wird, wird es enorme Konflikte erzeugen. Ja, wenige Lehrer Gottes entrinnen völlig dieser Not. Was ist das Problem? Der Kurs in Wundern stellt hier alles erstmal in Frage. Völlig, total. Ich erlebe viele E-Mails, die ich so kriege zu dem ganzen Geschehen, wo erst einmal so die Leute in der Depressionsphase drinstecken, ja? Ich nenne das mal so die Depressionsphase, hat auch mit dieser Phase hier, mit diesem Prozess zu tun. Das heißt, plötzlich erscheint alles wertlos, was bisher gelaufen ist. Das ist eine Krise, ne? Da kriege ich am Vogel. Da sage ich, was soll das Ganze hier? Ich fühle mich verarscht, ne? Ich denke, bin ich auf dem falschen Schiff? Was soll das hier alles, ja? Und jetzt heißt das alles, das war alles nichts? Ja und nein. Es war nichts unter dem Vorzeichen des Egos. Es könnte genutzt werden unter dem Vorzeichen der Liebe, des Heiligen Geistes. Das ist die Frage. Steht mein Leben mit allem, was da gelaufen ist, zur Verfügung für den Heiligen Geist? Und da muss natürlich aussortiert und auch aufgegeben werden. Gewisse Dinge sind Unsinn. Ich darf sie loslassen. Gewisse Dinge muss ich dann nicht mehr tun. Vielleicht höre ich auf, andere Leute zu verklagen und lasse einen gewissen Prozess jetzt mal fallen und stelle den ein. Neulich habe ich einem Mann empfohlen, nicht, der um sein Vaterschaftsrecht da klagt und so weiter. Und ich habe mir die Gesamtsituation angeschaut und habe mir einfach gesagt, lassen Sie das mal. Sie haben das Besuchsrecht. Sie sehen Ihren Sohn alle paar Wochen. Und das ist jetzt gut so. Der braucht seine Mutter und das ist in Ordnung. Und ihn jetzt in ein Sorgerechtsgezerre reinzuziehen, ist hier völlig inadäquat. Ich würde es nicht machen. Versetzen Sie sich in die Lage des Sohnes. So, er könnte das jetzt loslassen. Ich hoffe, er tut's. Ja, weil es wäre für das Kind und für alle Beteiligten ein großer Segen. Das war einfach in meinem Gespür sofort da. Ich frage ja auch nur nach, was soll ich denn da jetzt antworten? Ja? Und die Antwort kann sehr verschieden ausfallen. Es mag vielleicht Fälle geben, wo ich genau das Gegenteil sage. Sag, nö, hier würde ich dranbleiben. Hier muss was getan werden. Ja? Das ist von Situation zu Situation verschieden. Aber hier habe ich so gesagt.
Und ich habe mich in das Kind reinversetzt, ich habe mich in die Mutter reinversetzt, ich habe mich in den Mann reinversetzt und in das ganze Spiel, was dort läuft. Und hier, wer hatte für mich das Kind, das Wohl des Kindes Vorrang in diesem Sinne? Er hat Kontakt, er darf es sehen, es läuft, die Beziehung wächst. Mit 14 kann er sich dann entscheiden, ob er zum Papa will. Es ist okay. Es ist seine Situation. Er hat sich das so projiziert. Und er ist nicht ganz unschuldig daran. Also er hat Ursachen gesetzt, ne, dass es dazu so kam. Und dass die Mutter erstmal sagt, nö, mache ich nicht mit. Und das muss man alles abwägen. Also, Dinge aufzugeben, ist im katholischen Sinne Opfern. Aber es wird hier nichts Wertvolles geopfert. Insofern ist es eben kein Opfern. Wir müssen Gott nicht besänftigen durch Opfermagie. Das ist ein beliebtes Spiel, Opfermagie. Ja? Auch im Sinne von zum Beispiel Fasten. Fasten, Gandhi hat Fasten auch, ist auch eine Form von Opfern, eine Form von magischem Vorgehen. Er hat das richtig rituell eingesetzt, um eine geistige Macht zu aktivieren in den Leuten. Sagen wir mal, der Zweck diente ja der Befreiung Indiens auf friedvolle Weise. Das muss man ihm zugutehalten. Aber ich bin nicht so sehr für dieses Opfern generell. Das ist nicht verlangt. Wir sollen in die Fülle gehen. Und sie erleben, erfahren im Geiste und das dient dem Ganzen viel mehr. Das Opfern hat oft etwas Zähneknirschendes. Und der Kurs will keine zerknirschten Schüler, die völlig frustriert sagen, naja, ich mache es jetzt mit um der Erleuchtung willen, aber das gefällt mir alles überhaupt nicht. Ne? Und dann ballern sie innerlich doch wieder gegen die Liebe. Ja? Das kann es nicht sein. Wir kommen in Widerstandsphasen. Wir wollen die Liebe voll anschauen. Es ist nicht leicht, der ganze Weg hier. Er ist von der Struktur her einfach, aber nicht leicht zu gehen. Das muss man wissen. Von der Logik her ist es völlig klar, dass Rauchen und die Alkoholgeschichten und so weiter, dass ich mich eigentlich schädige. Aber ein Teil in mir will das auch. Ich greife mich selber an aufgrund des Schuldkonflikts, den ich in mir trage, aber unbewusst. Ja, es ist den Leuten ja nicht klar. Jeder sagt, ich bin doch nicht schuldig, ne? Was soll das alles und so weiter. 15. Jahrhundert ist vorbei. Aber das stimmt ja so nicht. Wir fühlen uns subjektiv schuldig, aber es ist nicht so bewusst. Und jetzt greifen wir uns an, selber durch solche Dinge. Suchtprozesse, Krankheit. Genau, immer Autoaggression. Also etwas wirklich zu verstehen und zu erkennen, dass es Unsinn ist, es zu durchschauen, bedingt, dass ich auf einer tieferen Ebene auch den metaphysischen Konflikt, den alle Menschen miteinander teilen, verstanden habe. Sonst komme ich da überhaupt nicht hin. Das ist alles sonst nur nach QE, mir geht es von Tag zu Tag besser, ich brauche keine Zigaretten. Das könnt ihr euch 100 Jahre sagen, das nützt euch überhaupt nichts. Das ist Kosmetik, damit kleistern wir nur zu. Es geht um ein tieferes Erkennen, Verstehen führt zur Erkenntnis. Ja? Wir wollen verstehen, wir sind fähig zu verstehen, deswegen argumentiert der Kurs auch auf einer sehr logischen Ebene. Er spricht auch unseren Verstand an. Er zeigt den Urkonflikt auf, den wir mit der Liebe haben. So, und dieser Urkonflikt, ja, bedeutet, dass wir glauben, die Liebe angegriffen zu haben. Und das erzählt uns dieser Ego-Anteil in uns. Und der wiederholt dieses Lied ewig. Das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das heißt trennen, spalten, spalten. Ich darf nicht zurück in den Frieden. Ich darf nicht in die Gesundheit. Ich darf nicht in den Wohlstand, in die Fülle. Das spiegelt sich natürlich hier in der Welt. Ja? Warum spekulieren Leute mit Geld und verlieren dann alles? Weil sie es verlieren wollen. Ein Teil in ihnen will dieses Drama. Das ist ihnen unbewusst ganz klar gewählt. Es nicht zu wählen, sondern das Positive zu wählen, ist eine Leistung. Das muss man erst mal hinkriegen. Es gibt Leute, die stolpern von Erfolg zu Erfolg. Die können sich so doof anstellen, wie sie wollen. Die haben aber geistig etwas gesetzt. Das müssen überhaupt keine religiösen Leute sein. Im Gegenteil, Religion ist eher hinderlich für Erfolg in der Welt. Ja, ich rede jetzt mal wirklich, also außer die Mormonen zum Beispiel, glaube ich, sind da ganz gut. Da hat einer mal gesagt, ja, wir haben gerade das 137. Hotel in der Welt eröffnet. Ne? Also, aber wir spenden ja auch ordentlich. Ne? Wir tun ja auch was für die Menschheit. Ne? Der verknüpft jetzt seine Spendentätigkeit, seine geistige Situation, seine Religiosität mit irdischem Erfolg.
und sieht darin eine Bestätigung der Liebe Gottes zu ihm. Gott weiß aber nichts von Hotels, er weiß nichts von der Welt, er weiß nichts von Wirtschaft. Das sind alles Dinge, die der in seinem Geist verknüpft. Aber er hat eine Willenskraft und die aktiviert er und die ist entscheidend. Wir kommen da später nochmal drauf. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor. Ohne Willen wird hier nichts bewegt. Ja? Und nicht religiöse Menschen, die sehr erfolgreich sind, gehen ganz stark in diese Willenskraft und düsen sozusagen in gewisser Weise zunächst mal über den Schuldkonflikt hinweg. Die mangeln den nieder und fahren den an die Wand, bis er dann zum Schluss irgendwann doch zuschlägt. Der Chef von der UBS, ne? Damals, ich weiß nicht, wie der hieß, vom Laufburschen stieg der auf in der UBS, in der Schweizer Bank zum Chef. Und bis er dann die 16 Milliarden oder noch viel mehr in Sand setzte. Er ging in die Höhenluft, die so dünn war, und das, nicht, und da kam dann das Ego durch. Da hat's ihn dann zum Schluss gekriegt. Erstmal eine Karriere hingelegt, dass man nur staunt. Erfolg, 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 Erfolg. So. Und die Leute fühlen sich sicher. Mit ihrem Erfolg. Und dann passen sie nicht mehr auf. Und dann schlägt der Wahnsinn zu. Ist völlig klar. Ja, Margot Käßmann. Höher ging's nicht mehr. Sie war ziemlich weit oben, dünne Luft. Und dann fährt sie nachts um 12 bei roter Ampel und dann noch betrunken und dann lässt sie sich noch erwischen. Ja, über die Kreuzung. Das muss man erst mal schaffen. Das ist eine tolle Kombination. Die muss man erst mal hinkriegen. Aber das Ego kriegt das hin. Das Ego steuert das dann so. Und ein Teil in ihr sagt, ja, aber das wollte ich doch gar nicht. Ja, ja, das sagen die Leute so. Natürlich wollte sie es. Sie hat ja diesem Teil die Macht gegeben in dem Moment, wo es geschah. Und das nennen wir dann tragisch. Die Tragik liegt darin, dass wir der Ego-Doktrin eben doch dann glauben und ihr anheimfallen und ihr nachgeben. Ja, dass wir nicht so wach bleiben und erkennen, jetzt ist dünne Luft. So, die dünne Luft kommt und der Absturz kommt immer aus einer Einseitigkeit heraus. Ja? Wir sind dann eben doch versucht, diesem ganzen Geschehen hier einen irren Wert beizumessen. Und dann wird's gefährlich. Wer oben ist, hat Angst abzustürzen. Wer oben ist und geistig in der Mitte ist, hat keine Angst. Und ich behaupte, der kann auch nicht abstürzen. Aber wer ist da schon? Das ist das Problem. Ja? So viel zum Thema Erfolg und so. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So, ich möchte hier noch weiterfahren. Also die Stufe des Aufgebens. Nicht? Wenn wir etwas dann aufgeben, erwarten wir zunächst ein Minus, ungute Gefühle, Gram, wie der Kurs hier sagt. Dadurch lernt er, dass er dort, wo er Gram erwartete, stattdessen eine glückliche Unbeschwertheit findet. Und das ist für viele eine erstaunliche Erfahrung. Sie lassen etwas los, haben eigentlich Angst davor, ich will das nicht hergeben. So, jetzt geben sie es her und plötzlich wird es leichter. Das ist eine völlig gegenteilige Erfahrung. Wir sehen hier, dass das Ego gelogen hat. Der Ego-Impuls lügt. Er verkauft uns was Falsches. Die Weisheit liegt darin, mal das andere auszuprobieren und zu testen, wie es ist, Unsinn loszulassen. Und dann erleben wir mehr Frieden. Dadurch lernt er, dass er dort, wo er Gram erwartete, stattdessen eine glückliche Unbeschwertheit findet und dort, wo er dachte, etwas werde von ihm verlangt, eine Gabe findet, die ihm verliehen wird. Interessant. Also wenn ich in Situationen komme, wo der Heilige Geist etwas tun will, dann gibt er mir auch die Mittel dazu, dass ich das tun kann. Eindeutig. Wir sind nie überfordert. Das wäre Sadismus von oben. Ja, also wenn er sagt, na, geh mal rein da in die Situation, du wirst scheitern, ich freue mich schon, ne? Renn mal ordentlich gegen die Wand. Nein, das würde das Ego machen. Das Ego lässt uns gegen die Wand rennen, das freut sich noch. Und dass wir dann ein MG nehmen oder eine Bombe und die Wand sprengen, ne? Und das ganze Haus fällt zusammen und alle reißen wir mit in den Wahnsinn, sprich in den Tod. Das ist typisch Ego. Nein, Jesus hat ein Interesse, der Heilige Geist hat ein Interesse, dass das gut ausgeht. Das ist wie ein guter Lehrer in der Schule. Kennt ihr die noch? Es gab so ein paar, ne? Die hatten ein Interesse daran, dass wir die Prüfung, ja, bestehen sollten. Dass wir das schaffen sollten. Die haben uns geholfen. Die haben Brücken gebaut. Die haben freundlich geschaut. Die haben Vertrauen gehabt in den Lernprozess. Das ist ein guter Lehrer.
aber nicht einer, der darauf lungert, ja, lauert, wie kann ich den jetzt abschießen, ne? Den werde ich jetzt noch fertig machen, der soll doch an mich denken bis zur Pensionierung, ja. Toll, ne? Also, bitte nicht, hört auf. So, nächste Phase. Jetzt folgt eine Phase des Zur-Ruhe-Kommens. Das ist eine ruhige Zeit, in der der Lehrer Gottes für eine Weile einigermaßen in Frieden ruht. Ist doch nett gesagt, ne? Das darf ja auch mal sein. Jetzt festigt er sein Lernen. Jetzt beginnt er den Übertragungswert dessen zu sehen, was er gelernt hat. Das, was wir lernen, kann übertragen werden auf alle Situationen. Das ist das Schöne. Es ist wenig, was wir zu lernen haben, aber essentiell sehr wichtig und wertvoll. Nämlich, dass es keine Trennung gibt, dass es nur Liebe gibt und dass es nicht nötig ist, zum Beispiel andere anzugreifen, ja, oder zu beschuldigen, dass es eben auch keine Schuld gibt. Und dass wir das übertragen auf alle Lernsituationen, dass wir alle Menschen lernen, richtig zu sehen. Wir sehen sie ja meistens falsch, ne? Wir sehen dunkle Gestalten. In ihnen wie in uns. Denn was wir in ihnen verfolgen, verfolgen wir in uns selber. Dessen Potenzial ist buchstäblich umwerfend. Und der Lehrer Gottes ist jetzt in seinem Fortschreiten an dem Punkt angelangt, an dem er darin seinen ganzen Ausweg sieht. Gib auf, was du nicht willst, und bewahre, was du willst. Sehr simple Anweisung. Wenn wir merken, was wertvoll ist, werden wir das schützen und mehren. Zum Beispiel Zeiten der Stille. Das ist etwas sehr Wertvolles, eine schöne Erfahrung. Man kann auch mit anderen zusammen auch in dieser Stille sein, wie auch immer das ist. Dann werde ich schauen, dass ich die erlebe. Und möglichst Zeiten des Lärmens und der Zerstreuung und so weiter mindere. Ich will in einer gewissen Sammlung bleiben. Ich möchte klar bleiben. Ich will nicht besoffen durch die Gegend laufen. Ich will immer noch wissen, was ich sage und denke und tue. Ja, wäre doch mal was Neues, als dass der Wahnsinn in uns aufblüht. Gib auf, was du nicht willst, und bewahre, was du willst. Wie einfach ist das Offensichtliche? Schön gesagt. Ich finde den Humor immer so köstlich. Wie einfach ist das Offensichtliche? Und wie leicht auszuführen? Der Lehrer Gottes braucht diese Atempause. Er ist noch nicht so weit gekommen, wie er denkt. Das ist wichtig. Bei Carlos Castaneda, kennt ihr den Burschen von früher da? Der Yaqui Way of Knowledge, nicht? Carlos Castaneda war, ich glaube, südamerikanischer Meister, wie auch immer man das jetzt sagen will, einer, der ein bisschen mehr wusste und erlebte, ja. Und er sagt auch, es gibt so verschiedene Phasen. Und dann gibt es so eine Ruhephase, so eine Plateauphase. Da muss man aufpassen. Dann fühlen sich die Leute sicher. Und dann merken sie nicht mehr, dass das Ego noch da ist. Es rennt noch mit. Es wird noch Angebote machen, aber sie merken es nicht. Und da heißt es aufpassen, dranbleiben. Ja, wenn ihr euch sicher fühlt, müsst ihr aufpassen. Wir sind noch nicht durch. So weit sind wir noch nicht. Doch wenn er bereit ist, weiterzugehen, geht er mit mächtigen Gefährten an seiner Seite. Das ist ein Bild für die geistige Welt. Engel, Jesus, Maria, Heilige. Was euch gut tut, dürft ihr auswählen, ja? Mit was ihr auch immer arbeiten könnt. Jetzt ruht er eine Weile und sammelt sie um sich, bevor er weitergeht. Er wird von hieran nicht alleine gehen. Die nächste Stufe ist für wahr eine Phase des Ins-Wanken-Bringens. So, jetzt geht's schon wieder los, ne? Das wollten wir eigentlich nicht. Genau. Jetzt muss der Lehrer Gottes verstehen, dass er nicht wirklich wusste, was wertvoll und was wertlos war. Um Gottes Willen, sagt da jeder. Aber ich dachte, ich wusste es doch mittlerweile. Nein, noch nicht so ganz. Es ist immer, ja, eine nächste Stufe, wir sind noch nicht so weit. Es wird uns schonend beigebracht, ja. Wir haben immer noch mal falsche Prioritäten gesetzt. Alles, was er bis jetzt wirklich gelernt hatte, war, dass er das Wertlose nicht wollte und dass er das Wertvolle wollte. Doch sein eigenes Aussortieren war bedeutungslos dafür, ihn den Unterschied zu lehren. Die Idee des Opferns, so zentral für sein eigenes Denksystem, hatte es ihm unmöglich gemacht, zu urteilen. Richtig, wie wollen wir beurteilen, was wertvoll ist und was nicht? Das ist für uns eine ganz diffizile Frage. Jetzt kommen wir schon in den Bereich, ja, fortgeschrittenen Kurs, so fortgeschrittenes Lernen. Ja,
ich weiß oft nicht, und nicht nur oft, sondern sehr oft, was gut ist, was ist gut, was dient, wie könnte es dienen, könnte es genutzt werden für das Lernen? Na klar kann es. Die Frage ist, wählen wir das und lassen wir die Instanz in uns wirken, die es kann und weiß, die es weiß und umsetzen kann? Das ist die Frage. Also ihr dürft euch schon ziemlich blöd anstellen, keine Sorge. Das Wissen kommt zu euch, die Erkenntnis. Wichtig ist, dass wir nicht vorher schon glauben zu wissen. Das würde uns blockieren. Da müssen wir aufpassen. Immer wieder mal die Feinabstimmung, ja? Genau schauen, vielleicht ist es ja noch ganz anders, als ich dachte. Bin ich offen? Bin ich offen für geistige Impulse? Er dachte, er habe Bereitwilligkeit gelernt, doch jetzt sieht er, dass er nicht weiß, wofür die Bereitwilligkeit ist. Und jetzt muss er einen Zustand erlangen, der möglicherweise für eine lange, lange Zeit unerreichbar bleiben wird. Er muss lernen, und jetzt kommt's, und das ist wohl das Schwerste, alles Urteilen wegzulegen und nur um das zu bitten, was er in jeder Situation wirklich will. Hört mit dem Urteilen auf, das ist das Schwerste. Wir sind ständig am Urteilen, am Beurteilen. Es steht uns nicht zu, weil wir unfähig sind, etwas zu beurteilen. Wir sehen zu wenig. Nicht? Vor einer Woche ist die Schöpferin vom kosmischen Bestellservice Bärbel Mohr gestorben. Jetzt könnte man in die Idee verfallen, um Gottes Willen, was ist mit der los? Was hat die da gemacht? Und so weiter. Ja? Können wir das beurteilen? Nein, können wir nicht. Lass das. Warum auch immer, die sich angegriffen hat über Krebs, ja, langes Leiden jetzt und sie ist gegangen und dieses Schicksal hat, wir wissen das nicht, wir sehen gar nichts. Wir wissen nichts. Wir wünschen ihr eine gute Reise. Punkt. Ende der Diskussion. Ja? Aber das wird natürlich jetzt erstmal Fragen aufwerfen, gerade in diesen Kreisen, in den kosmischen Bestellservice-Leuten. Ne? So, da ist natürlich jetzt die Sache am Kochen. Wie konnte das passieren, ne? Ach, was wissen wir schon? Sie hatte sich halt entschieden, das Bild eines Körpers in ihrem Geist mal eben ausfallen zu lassen. Das ist wie ein Fernseher, wo Schluss ist. Ne? Kein Bild, kein Ton, aus. Tote Röhre, aus, erledigt. Okay, der Geist ist ja immer noch da. Kann ja weitergehen. Ne? Ist ja alles da. Es fehlt ja nichts. Es ist nur ein Bild, ein Trugbild, dass der Körper ist. Das ist ausgefallen. Was macht das schon? Kein Problem. Sie ist ja da. Ja, und wir sind mit ihr da und wir sind verbunden. Es gibt keine Trennung. Wo ist das Problem? Wollen wir da eins hineininterpretieren? Bitte nicht. Wir können es nicht beurteilen. Die gesamte Situation nicht. Ja? So. Und schließlich gibt es eine Phase der Vollendung. Genau hier wird das Lernen gefestigt. Jetzt wird das, was vorher als bloße Schatten gesehen wurde, zu einem soliden Gewinn, auf den man in allen Notfällen, in Anführungsstrichen, ebenso wie in ruhigen Zeiten zählen kann. In der Tat ist Seelenruhe ihr Resultat, das Ergebnis des ehrlichen Lernens, der Konsequenz im Denken und der vollständigen Übertragung des Gelernten. Das ist das Stadium wirklichen Friedens, denn hier wird der Zustand des Himmels völlig wiedergespiegelt. Schön gesagt. Das dürfen wir hier schon erleben, in dieser Welt, diesen Frieden. Von der Liebe reden wir noch nicht. Die Liebe ist nicht lehrbar und lernbar im strengen höchsten Sinne. Es ist das, was wir eigentlich sind. Und das erfahren wir, das kommt dann danach. Aber erstmal geht's hier, der Kurs strebt nur den Frieden an. Noch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, also in dem Sinne Liebe, 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 ja, was viele dann da sich dann vorstellen und so weiter. Nein, wir sind mal ganz bescheiden, innerer Frieden. Wir sind im Frieden, wir tun im richtigen Moment das Richtige, ja. Es dient allen Menschen, das ist doch schon mal sehr schön. Hier geht es um einen Heilungsprozess. Das ist ein hoher Anspruch auch schon. Das ist eine ganze Menge. Von der Liebe, vom Höchsten, vom letzten Schritt in den Himmel zurück oder wie auch immer wir das nennen, davon reden wir hier so noch nicht. Der heilige Augenblick, wie der Kurs es nennt, ist auch eine Spiegelung. Es ist die Verbindung zum Himmel, zur Zeitlosigkeit. Wir gehen aus der Matrix raus. Wir dürfen das erleben in heiligen Augenblicken, aber nicht konstant, noch nicht. So weit sind wir noch nicht.
nur wenige, es gibt ein anderes Kapitel, ja, kann man die Verbindung zu Gott vollständig schon herstellen? Wem ist das gelungen? Ja, gibt es eine Frage hier in dem Handbuch für Lehrer. Spannend, mal nachzulesen. Sie sagen, es ist nur wenigen gelungen. Das sind so wenige, das sind die Lehrer der Lehrer, von denen wollen wir hier gar nicht reden. Das ist unrealistisch. Wenn wir in einen Frieden kommen und diesen Frieden hier spiegeln dürfen und der allen dient, wäre das schon sehr viel. Das wäre schon eine ganze Menge. Ja? Das wäre wunderbar. Von hier aus ist der Weg zum Himmel offen und leicht. Tatsächlich ist er hier. Wer würde irgendwo hingehen wollen, wenn der Seelenfrieden bereits vollständig ist? Und wer würde die Seelenruhe gegen etwas Wünschenswerteres einzutauschen suchen? Was könnte wünschenswerter sein als dies? Frieden. Keine Angst mehr. Ich drück's nochmal extra so aus. Keine Angst. Ja, wir haben ja alle schon, jeder hier in diesem Raum hat Angst erlebt. Angst ist was Schreckliches. Furcht, Angst. Ja, es frisst uns auf, es treibt uns um, es macht uns wahnsinnig. Und wie schön sind Momente des Friedens. Wenn wir ankommen, wenn wir wissen, es ist eigentlich alles in Ordnung. Es fehlt gar nichts. Es ist sehr gut. Und das sage ich auch angesichts von, was weiß ich, 400 Atomkraftwerken weltweit. Die Strahlen werden über die nächsten 40.000 Generationen, 40.000 Generationen werden gebraucht, zeitlich, das ist gigantisch, 40.000 Generationen wird das jetzt erzeugte radioaktive Material noch strahlen. Dann ist Schluss, dann ist die Halbwertszeit aus, puff, null. Was macht das schon? Wir wollen doch nicht unnötig da uns in Träumen verstricken. Müssen wir nicht. Das ist nicht der Bezugspunkt. Das ist Illusionswelt. Den Unterschied klar zu kennen und zu erfahren und zu wissen, wo ich hingehöre, von wo ich komme, wer ich bin, das ist das Anliegen des Kurses. Dass ich weiß, ich bin Geist aus Gottes Geist. Ich weiß und erkenne, dass ich Geist bin. Die sechste Phase bei mir, wie ich sagte, des Lernens. Die Unvermeidbarkeit des Geistes. Wir zögern ja nur das Erwachen hinaus. Das ist unsere Taktik. Wir wollen noch ein bisschen träumen, noch ein bisschen Wahnsinn erleben. Naja, vielleicht wollen wir es irgendwann nicht mehr und sagen, her damit, ich will durch. Ja, ich will im Frieden Gottes sein. Ich will nur den Frieden Gottes. Aber eine Übung heißt so, ich glaube die 184. Lektion, ich will den Frieden Gottes. Da steht bewusst nicht, ich möchte, ich hätte ihn gerne, so ein bisschen jedenfalls. Nein, ich will den Frieden Gottes. Man muss ihn wollen, sonst läuft da nichts. Sonst kriegen wir ihn nicht, sonst erleben wir ihn nicht. Gut, Stückchen noch bis zur Pause, kleinen Moment. Es kommen dann die verschiedenen Eigenschaften. Gehe ich ganz kurz drauf ein. Die Eigenschaften der Lehrer Gottes, Ehrlichkeit. Da steht dann, nur die, die vertrauen, können sich Ehrlichkeit leisten, denn nur sie können ihren Wert sehen. Richtig. Wenn ich lüge, wenn ich unehrliche Dinge tue, wenn ich Dinge aufbaue, die nicht stimmen, betrüge, lüge, was auch immer, betrüge und belüge ich mich immer selber. Die Geistesschulung gibt uns eine wertvolle Gesetzmäßigkeit mit auf dem Weg. Alles, was ich gebe, gebe ich eigentlich mir. Da draußen ist niemand. Der Gottessohn gibt sich das selber, wir kollektiv uns selber, was wir scheinbar anderen geben. Insofern ist Ehrlichkeit im Sinne von der Verwurzelung auch im Geiste. Ich bin konsequent, ja, das heißt Ehrlichkeit, konsequentes Denken und Handeln. Ich bin nicht bereit zu faulen Kompromissen. Das ist eine Qualität der Lehrer Gottes, eindeutig. Und dann entstehen auch keine widersprüchlichen Gedanken. Keine Widersprüche. Widersprüche, wenn ich so denke und anders handle, ja, oder damit zweierlei Maß messe oder so, diese Widersprüche kosten enorm viel Energie. Da muss ich ständig überlegen, was habe ich da gerade gesagt, können wir das noch irgendwie drehen, wenden und so weiter. Das wird sehr kompliziert, wenn ich nicht klar bin, wenn ich ständig mit, ja, auf verschiedenen Ebenen da agiere. Nur der Wunsch zu täuschen führt zu Krieg, heißt es hier später in Arabisch 2, Satz 2. Nur der Wunsch zu täuschen führt zu Krieg. Schon dieser Wunsch reicht aus und wir werden Krieg haben. Ja? Niemand, der mit sich selber eins ist, kann sich Konflikt überhaupt vorstellen.
Konflikt ist eine Unmöglichkeit, wenn ich im Frieden bin, wenn ich Vertrauen habe. Ja, das ist gar nicht vorstellbar. Konflikt ist die unvermeidliche Folge von Selbsttäuschung. Und Selbsttäuschung ist Unehrlichkeit. Was ist die größte Selbsttäuschung? Wer kann es mir sagen? Preisfrage heute Abend. Jetzt sollt ihr mal was tun. Also, was ist die größte Selbsttäuschung? Na, aber jetzt Angebote. Was ist die größte Selbsttäuschung? Dass ich ein Körper bin. 100 Punkte, genau. In Klammern, dass ich getrennt bin von Gott. Dass ich ein getrenntes Wesen bin, von anderen Wesen getrennt. Richtig. Und die Körperlichkeit ist die Basis. Körper sind der große Schachzug des Egos. Gott hat keinen gemacht. Der weiß nichts von Körpern. Der weiß nichts von, was weiß ich, Leber, Lunge, Nieren und so weiter. Das ist alles gar nicht da. Das machen wir. Genau. Das ist eine Selbsttäuschung. Das führt immer zu Konflikt. Zellteilung und so weiter. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Im Mikrokosmos wie im Makrokosmos. Ne? Viele getrennte Menschen bis in die Zellteilung auf alle Ebenen immer Spaltung. Es geht immer, das Prinzip der Trennung wiederholt sich in der Illusionswelt auf allen Ebenen. Analyse, diskutieren, zerschneiden, trennen, spalten, noch ein Argument, ja, und damit haben wir wieder Munition und können uns beballern. Es ist diskutere, ne? Diskutieren, diskutere, zerschneiden, nicht zerlegen. Ja? Nicht? Bei diesen vielen unseligen Diskussionen geht es eigentlich meistens nur um Ego-Spiele. Wer hat jetzt recht? Ne? Ja. An Wahrheit ist niemand wirklich interessiert oder die wenigsten. Darin, wie in allen Dingen, sind sie ehrlich. Sie können nur erfolgreich sein, weil sie niemals ihren Willen alleine tun. Wichtig. Was wir tun, tun wir aus der Inspiration unserer Verbindung mit dem reinen Geist, mit dem Göttlichen. Ja? So gut uns das möglich ist, bemühen wir uns um diese Verbindung. Und was wir dann tun, wird sinnvoll sein. Ja? Sie wählen für die ganze Menschheit, für die ganze Welt und alle Dinge in ihr, für das Unveränderbare und Unveränderliche hinter den Erscheinungen und für den Sohn Gottes und seinen Schöpfer. Wie könnten sie nicht erfolgreich sein? Sie wählen in vollkommener Ehrlichkeit, ihrer Wahl so sicher wie ihrer selbst. Ja, die Ehrlichkeit ist eine ganz klare, konsequente auch Denkweise, wie wir das anschauen. Drittens, und dann machen wir gleich Pause, Toleranz. Ganz kurz gesagt, ein Satz nur. Gottes Lehrer urteilen nicht. Ende der Durchsage. Da müssen wir erstmal hinkommen. Klatsch und Tratsch über Meyers oder Müllers oder Schmitz ist alles schon Urteil. Was meint ihr wohl, wie oft wir urteilen, was wir gar nicht als Urteil begreifen? Hast du schon gehört, weißt du schon, und dieses und jenes und das ist ja wohl unmöglich. Und, ne, und schon sind wir wieder drin. Wir greifen an, wir projizieren Schuld. Wir sollen mit den Projektionen aufhören, weil wir uns ja selber vergiften damit. Und doch sollte ich aber das Wertlose vom Wertvollen unterscheiden. Richtig, das Wertlose vom Wertvollen zu trennen. Das wieder in das Gleiche. Genau, das ist kein Urteilen, sondern das ist ein Erkennen, ja, was dient der Liebe und was nicht. Und das Urteilen dient der Liebe mit Sicherheit nicht. Es hilft nicht. Trotzdem darf ein Lehrer einen Schüler aufmerksam machen, wenn er ein falsches Ergebnis geliefert hat in der Mathematik. Die Frage ist, wie er das tut. Ob er sadistische Freude dabei hat, ne, dass er den kleinen Michael fertig machen kann, oder ob er liebevoll ihm nahe bringt, schau mal her, hier ist irgendwo ein Denkfehler drin. Da hast du irgendwo einen Schritt übersehen. Können wir uns das Problem mal anschauen. Es geht immer um das Wie. Klar. Ja. Ohne Urteil, wichtiger Satz in dem Paragraphen, sind alle Menschen Brüder, denn wen gibt es, der abseits steht? Schön gesagt. Urteilen zerstört die Ehrlichkeit und zerschlägt das Vertrauen. Kein Lehrer Gottes kann urteilen und zu lernen hoffen. Ja, wenn ich urteile, in diesem Sinne meint Urteilen, andere anzugreifen. Unsere Urteile sind meistens Angriffe. Und warum greifen wir an? Weil wir ein Schuldproblem haben und unsere Soße loswerden wollen. Wir suchen Sündenböcke. Und das treibt uns an, andere zu verfolgen, über sie zu urteilen und sie schuldig zu sprechen, in der Hoffnung, wir wären dann unseren Konflikt los. Sind wir aber nicht. Im Gegenteil, wir stärken ihn noch in uns.
nehmt mal, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, irgendein Beispiel aus eurem sozialen Leben, wo einer sich so ein Ding geleistet hat in Bezug auf euch. Vielleicht eine Kleinigkeit, eine banale Sache und doch peinlich. Und ihr habt das nicht weiter so groß thematisiert. Ihr seid darüber hinweggegangen. Und die Beziehung konnte weitergehen. Ich sehe, was ich sehen will. Es ist eine Wahl. Und ich kann mich entscheiden, um der Liebe willen, vergesse ich das jetzt. Ja? Um der Liebe willen. Weil ich möchte, dass die Beziehung weitergeht. Wir alle fehlen. Wir alle leisten uns was. Wir alle hauen auch mal daneben. Und es tut vielleicht einem Menschen weh. Und wir haben Schmerzen zugefügt. Und wir wissen es. Ja? So, und jetzt geht es darum, wenn uns das passiert, wenn uns jemand da etwas zufügt, ja, und es ist ihm nachher vielleicht auch peinlich oder ja, oder er zieht sich zurück, dass wir sagen, die Tür bleibt offen. Ich bin bereit zur Begegnung, im guten Sinne. Ja, das wäre für mich dieses, ja, einfach darüber hinwegschauen. Wir alle wissen, es geht mal was daneben, ja, es kann sonst was sein. So beim Unfall oder was, ja, wir kratzen da einem das Auto kaputt oder was mit unserem oder wie auch immer. Und der reagiert plötzlich freundlich, er geht anders damit um. Er sagt, was weiß ich, Sie geben jetzt 100 Euro, dann kann ich den Schaden richten, dann machen wir gar kein Riesending drüber, das ist eben so. Oder vergessen Sie es, der Kratzer war so klein, ja. Also, dass wir einfach den anderen freisprechen, darum geht's. Und nicht noch eine Schuld da wieder aktivieren, ja, das ihn schuldig zu sprechen, in der Hoffnung, wir könnten uns selber damit entschulden. Das ist nämlich eigentlich der Haken. Das versuchen wir eigentlich. Wir versuchen uns selber zu entschulden, indem wir draußen Schuldige finden und sagen, die sind's, die waren's. Ja, hau drauf, Herrgott, schlag sie mit dem Blitz tot. Ne? So unser Gott, ne? Unser Ego-Gott, ne? Ein Wahnsinniger, der dann die anderen verfolgen soll und sie niederstrecken soll. Das ist ein Versuch, sich zu entschulden. Das funktioniert aber nicht, weil eigentlich laden wir uns das dann selber auf. Deswegen machte mal die Erfahrung, dazu rege ich jetzt mal an, ja, so im sozialen Miteinander, wenn wir merken, da ist was schief gelaufen und man geht mit einer gewissen Gelassenheit und Freundlichkeit darüber hinweg. So, und gibt dem anderen das Signal, ne? Ach komm, da machen wir jetzt gar nichts draus, ne? Ich möchte, dass es weitergeht und dass wir zusammenarbeiten und dass unsere Beziehung, ne, das ist dann, für den ist das die Riesenerleichterung und für mich ist es eigentlich ein Geschenk, das ich mir selber mache. Ich mache mir das selber. Ich mache mir das Geschenk, indem ich den entlaste. Wenn das mal zu eurer Erfahrung wird, das ist eine tolle Erfahrung. Ich habe es schon erlebt. Das ist wunderschön, dass man sagt, nicht, auch dem will ich in der Ewigkeit begegnen können, ne? Im Himmel sind da zwar nicht mehr zwei, aber wir bauen jetzt mal das Bild so, auf einer anderen Ebene, ja, man sieht sie jenseits im Geiste, wie auch immer, was auch immer ihr euch da vorstellt. Aber irgendwo ist da ja noch etwas anderes, zunächst einmal. Und mit dem im Frieden zu kommen, das wäre schon viel, weil dann komme ich mit mir in Frieden, ja? Wenn ich dort Frieden erleben will, in dieser Beziehung. Das tue ich alles mir, gebe mir das. Und wenn wir auf anderen rumdreschen, dreschen wir eigentlich auf uns selber rum. Und das, wenn das mal klar wäre, das wäre ein Riesenschritt für uns alle. Wenn uns klar wäre, wenn ich angreife, greife ich immer mich an. Weil ich etwas in mir nicht aushalten kann, verfolge ich es im anderen. Und bin ganz glücklich, wenn ich es da finde. Ja? Und sage, 100 Punkte, jetzt aber drauf, gib Gas. Ne? Ja, ja, klar. Und eigentlich liefere ich mich ans Messer. Nicht? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ne? Ja, ja. Nicht? Und wer kann das schon sagen? Eben. Und Jesus will ja nur, dass wir aufhören anzugreifen, aufhören zu urteilen. Das wäre viel. Aber das muss in der Praxis erlebt werden. Und vielleicht in diesem Sinne das Thema Toleranz. Tolerare heißt ja eigentlich ertragen. Ja? Ich toleriere etwas. Ich ertrage auch die Unvollkommenheit anderer Menschen. Ja klar, und meine eigenen ja auch. Ne? Was wollen wir? Es sind ja auch meine, die ich ertragen muss. Und die müssen mich ertragen. Ne? Und ich bin dankbar, wenn sie mich liebevoll ertragen. Ne? Weil auch ich haue daneben. Und es gelingt nicht alles.